Ich habe bisher auch wenig mich auf die Hauptmission konzentriert, muss man dazu sagen. Ich habe hauptsächlich nur Nebenmissionen gemacht. Warte. Ach so. Will ich durchs verseuchte Gebiet, um zum Boot zu kommen? Ist ja theoretisch nicht allzu weit, ne? Das schaffe ich schon! Noch eine Lootkiste. Zwei Stück sogar. So, als keine Viecher kommen, ist alles okay. Aber hier ist nicht was drin, was ich brauche. Manno. Aber es ging tatsächlich gut. Verseucht, aber nicht ultra verseucht, wie es aussieht. Okay, cool. Tucker, 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 tucker. Tschüss. Verseuchtes Gebiet. Oakmont Museum. Kultur gibt's ja auch. Oh, immer. Oh, da kommt ein Park, wie es aussieht. Da bin ich mal gespannt. Befallenes Gebiet, wo? Hä? Hä? Hier ist nichts Befallenes gerade. Ach da! Hm, das habe ich auf dem Deck aufgespürt. Okay. Gut, dass sie es abgesperrt haben zumindest, ne? Lalalala. Ah, ich hab's geahnt, der Park ist karg. Und halb tot. Das ist dann wohl die Uni. Und der Eingang kann auch dann auf der anderen Seite zu sein. Boah. Trock. Also hier ist dann der Campus oder was. Und nicht direkt ein Park. Okay. Da in Richtung einer Telefonzelle. Es fällt mir heute zum ersten Mal auf, dass Telefonzellen, die ich noch nicht gesehen habe, oben bereits so halbwegs markiert werden. Das ist schön. Und ich habe ihn. Das war wichtig. Das ist schön. Da freut man sich doch. Ab in der Uni. Up. Close for maintenance, was? Und nu? Willkommen in der Universität von Oakmont. Wie kann ich Ihnen helfen? Okay. Kennen Sie diese Flasche? Wissen Sie zufällig, woher sie stammt? Tut mir leid. Wir haben hunderte solcher Flaschen in der Universität. Verstehe. Können Sie mir sagen, was sie enthält? Sie brauchen eine Analyse. Ich bin mir sicher, jemand aus der medizinischen Fakultät kann Ihnen da weiterhelfen. Okay, jetzt ist es das erste Mal, wo Ihr Synchro so ein bisschen komisch wirkt, weil der auch einen Sprachfehler hat. Ich glaube, das ist wahrscheinlich für die Entwickler relativ schwer, vor allem auch auf der Synchro-Basis dann, das nachzustellen. Naja. Ich suche Professor Westerbrook. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Sie sind derjenige, der ihm die Exemplare bringt? Exemplare? Sag einfach ja. Vergessen Sie es. Er ist in der medizinischen Fakultät. Ich zeige Ihnen, wo sie ist. Schönen Tag. Wiedersehen, Sir. Das sind die krassen die krassen, klugen Köpfe der Zeit, dieser Zeit halt. Voll gut. Was ist denn hier noch alles, Mensch? Da muss ich auch nochmal irgendwann hin. Lass du das doch. Die Stimme kenne ich doch. Du warst doch gerade die Olle, ne? Voll gemerkt. Hier drin, ja. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Ich habe was zu klären. Ich komme nicht rein, ich komme nicht rein. Das ist gemein. Hm. Runter hier vom Campus, ihr Gesindel! Nie im Leben seid ihr Studenten oder Professoren. Oder geistige Elite, so wie der Stottermann eben gerade. Nie im Leben. Hier komme ich rein, ja, schön. Baum! Das ist hier überall hier. Ich grüße Sie, Sir. Willkommen in der medizinischen Fakultät der Universität von Oakmont. Moin, moin, moin. Ich heiße Samuel. Charles Reed, Privatdetektiv. Nicht Charlie. Ich würde Sie gerne etwas fragen.
Und zwar diese Flasche hier. Kennen Sie diese Flasche? Vielleicht können Sie mir sagen, was sie beinhaltet. Die ist aus unserem Labor. Davon haben wir viele. Was Ihren Inhalt betrifft, ich müsste ihn genauer analysieren. Könnten Sie das für mich tun? So eine Analyse ist nicht ganz billig. Außerdem sind wir im Augenblick leider in gewisser Weise verhindert. Was ist los? Weise, also. In unserem Labor tummeln sich, nun ja, Kreaturen. Ich hab 5 Professor Schuss. Westerbrook betritt mit seinen Forschungen Neuland und etwas ist schiefgegangen. Enorm schiefgegangen. Ich hab 5 Schuss. Nicht mehr, nicht weniger. Wenn ich mich als Kammerjäger betätige, würden Sie diese Analyse dann durchführen? Kostenlos? Unsere Mittel sind begrenzt. Sie würden der Wissenschaft einen wertvollen Dienst erweisen, Mr. Reed. Wäre das nicht genug? Dann soll sich die Wissenschaft selbst einen wertvollen Dienst erweisen. Na schön. Kümmern Sie sich um die Kreaturen und dann führe ich die Analyse für Sie durch. Hier ist der Schlüssel zum Untergeschoss. Aha, ich habe 5 Schuss. Ich hätte hier meine Schlüssel zu eurer Vorratskammer an Patronenhülsen. Oder so. Naja. Ist jetzt auch nicht so viel, aber zumindest mehr als eben gerade noch. Und ich kann mir einiges herstellen. Nichts passiert. Nichts passiert. Nichts passiert. Nichts passiert. Nichts passiert. Nichts passiert. Also jetzt habe ich es ein paar Mal gemacht und es kam jedes Mal kein Bonus bei raus. Ja, toll. Hat sich also... Achso, Medikit plus wieder, ne? First Aid, ja. Hat sich also nicht wirklich gelohnt, der Skill, so aus jetziger Sicht. Aua. Mist. Das war aber fix. Hat gerade so gereicht hier. Spritz. War jetzt nicht so viel. Oh, nochmal Ersthilfe, Mann. Krass. Oh, das Ding hasse ich hier. Zum Glück ist die Kreatur tot. Warum wird sie überhaupt hier aufbewahrt? Echt mal, was soll das? Voll ekelhaft. Als ob die gezüchtet worden wären oder sowas in der Richtung. Experimentprotokoll Teil 2. Ich hätte gerne Teil 1 zuerst gelesen, aber na gut, was soll's. 10. März. Ohne die lästigen Reglementierungen kann ich nun endlich meine Experimente ohne Einschränkung durchführen. Ich muss mehr herausfinden. Das Versuchsobjekt blieb am Leben, obwohl ich ihm die Hälfte der inneren Organe entnommen habe. Faszinierend. Ich stehe kurz davor, die Biologie zu revolutionieren. 15. März. Ich entwickelte eine Methode, mit der ich Gewebe reanimieren kann. Selbst wenn es bereits seit mehreren Wochen abgestorben ist. Das ist monumental. Die Möglichkeiten, die sich dadurch bieten könnten, ach, ob sich diese Methode auch auf die Menschen übertragen lässt? Ich brauche freiwillige Testpersonen. Mach mal. Aber das heißt, das müssten sie auch getötet haben, das große Vieh irgendwie, ne? Weil ich habe es bisher nicht geschafft. Wie kann man so ein Ding auch nur anfassen, geschweige denn sezieren? Das sieht man voll gut, dass da ganz normale Hände... Geh weg. Okay. Er dreht sich zu mir, ich muss hier weg. Mein Verstand. Wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Ich komme hier nicht raus. Mein Verstand. Mein Verstand. Alter, das war knapp. Das habe ich gerade nicht so echt gecheckt, dass ich fast gestorben bin. Oi. Das war äußerst knapp, ich gerade. Mit der verschwommenen Sicht kommst du auch nicht mehr richtig weit. Aber das war noch nicht alles hier unten. Achso, ich geht einfach runter, weil ich hier stehe. Sauerei, wieso das? Experimentprotokoll Teil 1, 2. März. Endlich habe ich ein lebendes Exemplar erhalten, wenn auch das bisher kleinste. Meine Mitarbeiter nennen es Mr. Handsome. Ja, weil es Hände hat wie ein richtiger Mensch halt. Es ist ekelhaft, Slenderman-artig. Aber ich muss mir eine offizielle Bezeichnung einfallen lassen. 3. März. Die ganze Nacht habe ich mir Gedanken über einen Namen gemacht und mit den ersten Experimenten begonnen. Die Kreatur hat sich
außerordentlich resistent gegenüber Säure, Stromschlägen und allen mir zur Verfügung stehenden Giften erwiesen. Ihr Gekreische wird mir jedoch nicht so schnell aus dem Kopf gehen. 5. März. Gestern Nacht hatte ich eine Vision. Tausende Hände umhüllten mich wie eine Bettdecke und ich hörte einen Namen. Styksha Schnitter. Okay. Ah, wieso? Oh, cool. Noch mehr Sachen. Wieso bekomme ich in der Nähe von diesem toten Vieh so eine Probleme? Wenn ich die vor mir lebend habe, ist es auch kein Problem. Bisher. 221. Ja, nichts verbraucht. Es hat funktioniert. Tatsache. Wahrscheinlich echt, aber... Naja, was heißt echt? Es ist halt 15%ige Chance, ne? Sieht ganz schön teuer aus. Die Universität von Oakmont verfügt über hohe finanzielle Mittel. Ich denke nicht. Hat da oben gesagt. Hier passiert auch nichts. Bei dem Vieh. Nur hier. Ja, man geht runter, einfach so. Komisches Teil, echt. Tja, keine Ahnung. Das ist Macker. Ach mal. Was wohl passiert, wenn man diesen Knopf drückt? Soll ich oder soll ich nicht? Du sollst. Sehr verlockend. Moment. Moment. Ich bin sicher, es wird reanimiert. Und da lebt es auf einmal. Wow. Ich habe meine Knarre nicht ausgerüstet. Ja. Ah. Ich verstehe schon. Ich soll das nicht tun. Aua. La 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 la. Sehr verlockend jedenfalls. La 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 la. Weißt du was? Ich hab doch sowas hier. Hey, er ist tot. Ich bin ein Level hoch. Man kann es also töten. Ich habe natürlich unglaublich viel Munition verbraucht, aber... Ich habe jetzt nichts mehr von dem, was ich eben noch hatte. Oh Mann. Ja, aber ich bin ein Level hoch. Ich werde es trotzdem einfach mal als Erfolg verbuchen. Und speichern werde ich es auch einfach. Ich finde schon irgendwo anders Sachen wieder, um meine Sachen aufzufüllen. Das geht schon. Zum Beispiel erstmal... Ich kann echt mal die Dinger loswerden vor allem. Ich muss auf der mal mit solchen Sachen einfach vor mir hinwerfen. Handgranaten, Brandbomben, Falle vielleicht nicht unbedingt, aber... Ich will das andauernd hier, ich will es einfach nicht. Ich brauche echt so eine Teile öfter mal, dann spare ich Munition ein. Oh, der EOD ist verboten. An alle Mitarbeiter und Studenten der Universität von Oakmont. Fortan ist die Erwähnung der Organisation eines jeden oberster Dringlichkeit, kurz EOD, auf dem Gelände der Universität verboten und kann zur Entlassung bzw. Exmatrikulation führen. Dies gilt auch für die Zuschaustellung ihrer Symbole, die namentliche Erwähnung derzeitiger oder ehemaliger Mitglieder und die Befürwortung ihrer Ansichten. Es sind Berichte eingegangen, wonach der EOD in ganz Oakmont unter dem Deckmantel der Wohltätigkeitsarbeit Einfluss auf die Menschen nimmt. Diese Organisation ist gefährlich. Verwaltung des Kuratismus. Ich meine, gut, okay, ist jetzt einfach mal nur eine Behauptung von denen. Ich habe ja den gleichen Verdacht, so ist nicht, aber eine Beweisführung gab es jetzt gerade absolut nicht. Also, ob man jetzt darauf viel geben kann, weiß ich nicht. So oder so, alles geschafft. Und zwar richtig frei. Ihr Labor ist frei von sämtlichen Fremdkörpern. Ausgezeichnet, Mr. Reed. Sie haben uns sehr geholfen. Jetzt können wir uns wieder an die Arbeit machen. Ich frage ja vor allem, hätte ich meine Munition leider komplett sparen können, wenn ich nur eine Bombe geschmissen hätte. Aber beim nächsten großen Vieh auf jeden Fall gleich Dinger schmeißen und gar nicht erst schießen. Und generell, die nächsten Häuser, die ich betreten werde, werde ich auch so lösen müssen, zwangsläufig. Weil ich keine Munition habe. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Hier, die Flasche, damit Sie die Analyse durchführen können. Richtig. Warten Sie hier. Sollte nicht allzu lange dauern. Aha. Klingt nicht so, als wenn du groß verhindert wärst. Wir haben unsere Analyse abgeschlossen, Sir. Es handelt sich um...
Rizin. Rizin? Ein äußerst giftiges Protein aus dem Samen des Wunderbaums. Das Gift wirkt langsam, ist für Menschen aber tödlich. Ich wollte auch das andere fragen, habe ich jetzt verkackt wahrscheinlich, ne? Vor allem, der muss sich doch jetzt eigentlich wundern, dass dort das riesige Vieh tot rumliegt. Wo bekommt man Rizin? Man kann so ein Gift ja bestimmt nicht in der Apotheke kaufen. Ja, Rizin ist in der Tat schwer zu bekommen. Allerdings haben wir eine kleine Menge zu Forschungszwecken hier. Oder hatten. Ich fürchte, dass das Rizin aus unseren Beständen stammt. Das Etikett stimmt zwar nicht, aber die Flasche sieht definitiv wie eine von uns aus. Wo haben Sie sie her? Von einem Tatort. Jemand hat versucht, damit Fisch zu vergiften. Wie schrecklich. Ich muss jeden in der Universität davon in Kenntnis setzen. Bestimmt war es die Uni selbst, weil sie den EOD nicht mag. Ob begründet oder nicht, ist ja egal. Wer hat Zugang zu dem Ort, an dem hier Gift aufbewahrt wird? Nur Professor Westerbrook hat den Schlüssel. Sein Büro ist oben, direkt neben dem von Professor Cavendish. Allerdings ist Professor Westerbrook nicht da. Er ist seit ein paar Tagen krank und Professor Cavendish ist im Urlaub. Wo wohnen Sie? Praktisch. Das weiß ich nicht, aber vermutlich irgendwo im Stadtteil Advent. Die meisten Lehrkräfte wohnen dort. Warten Sie, glauben Sie etwa, es war einer von Ihnen? Ich ermittle in alle Richtungen. Darf ich nach oben? Ich, in Ordnung. Das ist eine ernste Angelegenheit und ich will Ihnen helfen. Hier ist der Schlüssel. Aber bitte bringen Sie nichts durcheinander. Hm. Der setzte gerade den Mund aus beim Reden, aber der Rest passt jetzt sehr gut wieder. Ich würde gerne mehr über Ihre Professoren erfahren. Was genau wollen Sie denn wissen? Alles. Ich wüsste gerne mehr über Westerbrook. Er leitet unsere Fakultät. Er arbeitet hier seit mindestens 30 Jahren. Kaum jemand ist länger hier als er. Wie Sie bereits gesehen haben, interessiert er sich vor allem für die Wirebeaster, die seit kurzem unsere Stadt unsicher machen. Ja, Sie haben hier eine ziemlich einzigartige Fauna. Ich weiß nicht, wie Mr. Throckmortons Männer das geschafft haben, aber sie haben lebende Exemplare für die Forschungen des Professors beschafft. Er glaubt, dass er kurz vor einer bahnbrechenden Entdeckung in der Evolutionslehre steht, von der seiner Meinung nach die gesamte Menschheit profitieren wird. Manche Dinge wären für die Menschen vielleicht tot besser als lebendig. Sie sind kein Mann der Wissenschaft, oder? Der Tod ist kein guter Lehrmeister. Okay. Was können Sie mir über Professor Cavendish sagen? Er gehört zu den brillantesten Köpfen, die wir hier haben. Ein Doktortitel schon mit 25, das muss man sich mal vorstellen. Seine Kenntnisse in Biochemie suchen ihresgleichen. Er würde einen Nobelpreis verdienen, wenn er seine Studien denn abschließen könnte. Was hindert ihn daran? Ich weiß es nicht genau. Faulheit. Irgendwelche Familienprobleme. Oder so. Er ist deswegen schon länger verschlossen, reizbar und nicht ganz bei der Sache. Ich hoffe, er kann diese Probleme bald hinter sich lassen. Sein Talent wird hier gebraucht, vor allem in finsteren Zeiten wie diesen. Okay, jetzt kann ich echt jemanden an den Experimenten unten fragen. Man sieht sich. So, liebe Leute, aber das war's für heute. Auf jeden Fall habe ich vielleicht ein bisschen Schießpulver sowas bekommen. Nein, Mist, ich habe 2 Schuss und das hier. Nun gut, liebe Leute. Wir wissen ein paar Dinge, wir kommen jetzt weiter. Ich muss hier noch was ausgeben, das mache ich wahrscheinlich offscreen. Ich würde sagen, ich mache mir jetzt das ein Leben rein. Oder eben das hier, wobei das ist noch relativ sinnfrei. Oder eben das hier. Oder das hier. Ich mache erstmal das hier. Zack. So, jetzt habe ich es auch noch getan. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei The Sinking City. Affe. Bis dann, gabt euch wohl. Ciao.